So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Tomb Raider 1. Wir sind hier noch damit beschäftigt, die ganzen Türen aufzumachen im Grab von Teehokan. Wir ziehen momentan die Magnum. Die Fides sind aber mit Sicherheit keine Magnums. Und was fehlt denn jetzt noch? Ach, da oben. Hier war ich schon, oder? Es ist leider schon wieder ein Weilchen her, Freunde. Ah ja, einen Schlüssel haben wir da auch schon reingeballert. Ah ja. Na? Na? Jetzt komm schon, Lara. Gemeinsam. Gemeinsam, Lara, meine Gebieterin, werden wir die Welt unterwerfen. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber bisschen so mühlauter. So. Guti, dann hoch da. Es ist schon befriedigend, wenn man das hinbekommt, muss ich sagen. Schau bloß, ob da irgendwas rum, also ob da irgendwie ein Gang nach oben ist, wisst ihr? Sieht nicht danach aus, ne? Gehen jetzt wieder. Geht aber. Geht vollkommen. Ist jetzt keine Hexenkunst. So. Das ist der Rusty Key Nummer 2. Wo der hingehört, glaube ich, würde ich zweimal fragen, oder? Das kriegen wir hin. So, Freunde, bei uns ist gerade später Abend. Es ist vielleicht doch ein bisschen laut. So, jetzt müsste es passen. Ja. Bei uns ist gerade später Abend. Aber ich habe jetzt irgendwie nochmal Bock bekommen aufzunehmen. Da muss man immer aufpassen. Weil manchmal gibt es ja Geheimnisse, die erreichst du halt nur, wenn du da runterrutscht jetzt, ne? Wie sieht's denn mit Munition eigentlich aus? 1964. Okay, wir rutschen da in ein aus einem Löwenmund Krokodile? Ja, natürlich Krokodile. Alter, was fragst du denn? Ich mag die Magnums. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, Freunde. Ich glaube zwar, es kommt noch ein anderes Krokodil. Das ist schon auch geil, gell? Also dieser Schädel. Diese Geräusche, die klingen wie aus so einem, ja, im Zoo gibt es doch manchmal so Häuser für Dickhäuter, wo halt Tapire drin sind und Nashörner, und ich finde, genau solche Geräusche sind es. So, jetzt hier hoch. Ja, entweder ich schwimme da jetzt noch weiter. Oder ich gehe erstmal links hoch. Ich glaube, ich gehe erstmal links hoch. Sieht mir nach Hauptweg aus. Sieht mir sehr, sehr stark nach Hauptweg aus. Übrigens, Tomb Raider, ne, ist bei mir ganz klar, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, auf der Liste für weitere Projekte definitiv eindeutig. Eindeutig. Ich will mit denen weitermachen, aber habe ich auch schon angekündigt, Freunde, nicht direkt. Ja, nee. Nee, da gehe ich nochmal zurück und schwimme weiter. Nicht direkt, sondern ich möchte danach auch gern mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen in den Content. Und da ich einfach glaube, dass Beyond Divinity immer noch sehr, sehr lang dauern wird,
weil Siedler ja sowieso völlig außer Konkurrenz steht, werde ich auf jeden Fall... diesen Slot nutzen, um dann wieder mal ein bisschen in die Indie-Schiene reinzugehen. Ich hab mal, da führt auch einen Weg runter. Es ist gerade ein bisschen schwierig abzuschätzen, wo ich lang muss. Der andere Weg, ja. Mittlerweile sind ja auch die Geheimnisse ein bisschen aufwendiger. Ich gehe erstmal hier an Land und check so, die Gegend hier ab. Oh, das sind Zentauren, geil. Solange sie nicht Leben erwachen, finde ich sie ganz nice. Nice anzugucken. So, und hier muss ich vermutlich rein, Freunde. Aber da hat jemand von innen abgesperrt. Schade, Schokolade. Es hätte so einfach sein können. Okay. Ich habe den Tunnel da schon gesehen. Freunde. Also auch wenn ich glaube, dass die Gegend hier nicht einfach so existiert. Also das, ja, oder man hat sie wirklich einfach nur hingebaut, einfach fürs Level-Feeling. Gut, zurück ins Wasser, Freunde. Da, seht ihr diese Höhle da? Der da. Gefährlich. Okay. Sieht soweit so gut aus. Na? Also, wie geht's jetzt hier weiter, Freunde? Ich glaube, hier geht's gar nicht weiter. Ne. Ja, könnte natürlich anstatt ein Geheimnis auch einfach ein Ort sein, wo man irgendwann drüber springen muss. Und wenn man unaufmerksam ist, fällt man rein und muss dann halt wieder zurücktauchen. Wisst ihr, könnte auch sowas sein. Ich mochte die Tauchpassagen eigentlich schon immer in dem Spiel. Aber ich hatte natürlich auch immer so einen leichten Kropfen im Hals. Weil ich mir sagte, ah Gott, wenn das irgendwann mal nirgendwo hinführt, weißt du, was machst du dann? Okay. Aber anscheinend wirklich keinerlei Krokodile mehr. Erzählen, dass hier gar nichts ist, oder? Luft! 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 Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch jetzt nicht, dass hier gar nichts ist. Ich finde zumindest nichts. Das heißt, der einzige Weg führt tatsächlich dort vorne. Weiter.
bin ich jetzt ein bisschen irritiert, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte schon irgendwie gedacht, dass irgendwas versteckt ist und ich bin einfach wieder sehr unaufmerksam. Das kann natürlich sein. Na dann. Machen wir uns hier auf den Weg, Freunde. Es bleibt uns ja nichts anderes. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie viele Geheimnisse wir in dem Level bisher gefunden haben. Ich glaube, es sind noch nicht viele. So. Und wenn ich jetzt hier runterfall, lande ich dort unten im Wasser, oder? Ja, da hing ein Riecher dafür. Das heißt, wir müssen... Oh, da rutscht man, oder? Wir müssen da drauf und dann darüber. Oh, das war zu früh. Oh. Freunde. Okay, okay. Nee, es war zu früh. Ich hatte auch, um ehrlich zu sein, doch nicht damit gerechnet, dass wir dort runterrutschen. Ich hatte doch nicht so ganz da. Ja, ich konnte mich nicht entscheiden, wisst ihr? Kennt ihr das, wenn so ein Fußballer irgendwie so eine Mischung aus Flanke und Schuss raushaut, weil er nicht ganz genau weiß, was er tun will? So war das gerade bei mir. Einerseits war ich davon überzeugt, dass ich rutsch und dann im nächsten Moment dachte ich so, hä, es ist doch dieselbe Schräge wie bei dem anderen Stein. Und auf einmal bin ich gerutscht und bin viel zu früh abgesprungen. Viel zu früh. Diesmal speichere ich. Wenn wir dann nochmal runterfallen, dann lade ich, glaube ich, einfach. Ja, komm mal. Man verliert jetzt auch nicht so viel Leben, dass man sich denkt, das sind entscheidende Verluste. Das ist eine kurze Spur hier. Ja, geht aber gut. Geht schon gut. So, und mit dem Hebel kriege ich jetzt wahrscheinlich die Tür auf bei den Zentauren, oder? Es hat sich irgendeine Unterwassertür geöffnet, aber wo denn? Ey, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, Freunde. Es muss ja irgendwo unter Wasser sein. Captain Obvious ist wieder am Start, Freunde. Ich sollte mich Obvious Let's Play nennen. Das wäre, glaube ich, besser. Ich habe auch keinen weiteren Gang gefunden. Ah, das ist nochmal die Ding, der Löwenkopf. Hier muss ich lang. Durchs Maul von dem Krokodil. Die Tür ist noch zu. Irgendeinen Unterwassergang, den ich hier gerade einfach nicht finden will. Ich meine, allzu viele Möglichkeiten gibt's jetzt nicht. Dieser Bereich da unten, dieser große Bereich, das ist so, das glaube ich irgendwie einfach nicht, dass da nichts ist. Da muss es irgendeinen Abgrund geben. Irgendeine Höhle, die ich jetzt wegen dieser ganzen Farben irgendwie nicht erkennen kann.
Es sieht tatsächlich nicht danach aus. Was ist mit euch zwei Onkeln hier? Nee, mit denen kann ich auch nichts machen. Ich übersehe irgendwas. Irgendwas übersehe ich ganz, ganz, ganz rapide, Freunde. Und ich, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruhig bin, nicht wundern, es ist einfach, ich versuche gerade irgendwie herauszufinden, wo der Hänger ist, wo ich gerade das Problem, ja. Vielleicht doch wieder zurück? Was ist hier denn los, Leute? Macht mir doch bitte keine Hoffnungen. Hier komme ich auch nicht mehr zu. Hä? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, Freunde. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist so der einzige Anhaltspunkt, den ich halbwegs nachvollziehen kann. So, wo ich halbwegs sage, ja doch, das könnte, hier könnte es irgendwo noch lang gehen, aber wo? Das hatte ich ja noch nie. Das hatte ich ja noch nie, dass ich keine Idee mehr hatte, wo denn die Hauptgeschichte weitergeht. Kann mir jemand sagen, was ich übersehe? Irgendwo gibt es ein Unterwassertor. Das haben wir durch den Hebel geöffnet. Ich bin gnadenlos überfragt. Da unten ist ein Gang, oder? Naja, gut, Freunde, wir schauen das nächste Mal weiter. Ich glaube, da unten ist ein Gang, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es muss irgendwie da unten sein. Freunde, wir sehen uns morgen. Haut rein, bis dahin, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.